aufpassen, dass uns das hier nicht um die Ohren fliegt, ne? Das Spiel ist echt gut gemacht. Bin begeistert. Es hat immer so... This is out of control. Even if I could use the poison, the greenhouse door is covered in roots. It's walled off. Okay, try the emergency airlock by the greenhouse. Only way out now is the airlock in front of the greenhouse. It's just a short EVA to the airlock at the back of the... Declan, there's no helmet in this airlock. And the only way to the greenhouse is from the outside. Okay, what about the other airlocks? They're completely overgrown. 2 seconds, door opening. Approximately 50 meters. Another 2 seconds, atmosphere. 10 seconds. Oh, shit, I know what you're thinking, but I can't... Your earplugs will prevent your drums from rupturing. Exhale completely. You'll have to sprint. It's only minus 19 Celsius, so no risk of frostbite. It's theoretically possible. This is the worst idea ever. Oh mein Gott, ernsthaft jetzt? Es gibt keine Helme, er soll die Luft anhalten. Und dann soll er raus und sprinten, was das Zeug hält. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, lauf, 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 lauf. Ist überhaupt der richtige Weg? Oh Gott. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Na komm. Boah, war das. Das war jetzt aber. Ja. Jane, come on, come on, check in. I'm here. I'm freezing. Headache is back. My ears are ringing. I should be dead. Jesus, slow down. Fuck, catch your breath, please. Are you good? Tell me you're good. Can you walk at least? I'm still standing. Hoping I'm not going into shock. I lost 40 years in 10 seconds. Okay, okay, we'll get you looked at as soon as we can. Hang in there. Also, das war jetzt ja eine Aktion. It's gotten worse, Declan. Way worse. I'm going to the water purifiers. I hope it'll be enough. Okay, well, after what you just did, you better fucking kill that thing. Mhm. Also, nach dem, was ich jetzt wirklich durchgemacht habe, wie er sagt, müsste ich jetzt das Ding auf jeden Fall beseitigen. Wird schon wieder verfolgt, oder? Eieieiei. Splatter. So, ich kann wenigstens schon mal mit diesem Scanning-Tool kann ich jetzt schon mal dafür... Wer ist denn da drin? Wer ist das? Ah ne, okay, das, ich dachte, das sah aus wie ein Anzug. Hey. Ruhig bleiben. Nicht übertreiben hier. Kann ich das Ding auch irgendwie scannen und damit irgendwie kurz mal bewegungsunfähig machen oder so? Das Coole an dem Game ist, auch wenn ich nicht immer so der Rätselfan in Games bin, aber das bringt halt voll gut Abwechslung rein. Indem man halt nicht nur irgendwie vor irgendwelchen Sachen wegrennt oder irgendwo draufballern muss, sondern wirklich auch mal sein Gehirn anstrengen muss, so von wegen, okay, ich habe jetzt Probleme XY, ich muss es jetzt mal mit dem und dem Ansatz versuchen und dann arbeitet man sich Stück für Stück weiter. Okay, das kann ich nicht lesen. Deswegen versuche ich es gar nicht erst. Wir werden nach oben gehen müssen. Und ich hoffe, dass ich irgendwie schaffe, einen Tank zu vergiften. Dass wir das hier irgendwie unter Kontrolle kriegen. Oh Gott, diese Dinger sind ja so übel. Wäre nur ein bisschen blöd, wenn ihm das Gegengift ausgeht. There's a body here. Jesus. The impact site is a smoldering mess and we don't really have the time or the equipment to search through all this. Are you all right? Yeah. Mars sucks. Das ist euch aber früh eingefallen, dass der Mars nicht so geil ist. That hatch will get me where I need to go. Mhm. Oder du wirst
in dein Verderben springen. Auf Option B wird es jetzt nicht. Nein, wir werden ankommen, alles wird gut. Vor allen Dingen, wir haben jetzt Lucas gesehen. Sehen wir dann irgendwann auch die Inner? Oder sehen wir dann irgendwann mal den Declan? Oder Declan? Declan, oder? Nicht Declan. Ich scanne einfach schon mal auf Verdacht. Ich glaube, dass ich jetzt zur anderen Seite gemusst hätte. Da muss ich lang. Oh, diese Pflanzen sind überall. There are two filtration tanks down here. Gotta inject them both. We'll see if it works. Ach so, ich hätte doch. Ah, warte mal, ich hätte doch zu den anderen gemusst. Ist immer noch da. Okay. Da hätte ich hingemusst. Ich glaube, da wäre das zweite Ding gewesen zum Vergiften. Ich hatte jetzt immer noch im Kopf, dass ich ja vorhin da mit diesem Drehschlüssel rangegangen bin. So. Und jetzt? Wow. Declan, it really didn't like that. The poison is already polluting the water supply. Get up to the environmental control console and dump the entire reservoir on that bastard. Shane, we found something. Josie saw a door along the escarpment near the crash site. She wants to check it out. A door? Carved out of the cliff. It's massive. I told her we need the recon with you, but she's fixated on this. Orochi has secrets upon secrets. It is Orochi, right? Apparently we're going to find out. Hey, mach keinen Scheiß, wenn da einfach irgend so eine Tür gefunden wird, die da irgendwo eingraviert oder aus dem Berg rausgestanzt wurde, würde ich mir da Sorgen machen. Aber ja, man kann es auch einfach sein lassen. So. Also ich glaube nicht, dass das so einfach wird, da jetzt einfach hinzumarschieren und da einen Deckel drauf zu machen, sondern hier wird sicherlich irgendwas vor die Füße geworfen. So, schön alles abscannen, damit wir hier noch alles kaputt machen vorher. Mal als kleines Dankeschön. Oh oh. Den Baum töten. No, it's still alive. But I can get closer now. This thing won't stop. Maybe if I pump the last dose into the roots around the base. Also hier kann ich nichts machen, oder? Was war denn das? Dr. Volkova? Ina? No. No! It can't be her. No way. Ha! Huh. That must have been one of its main arteries. That worked. It's getting weaker. Just keep going. So, ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich jetzt... Das war die Volkova, oder? Natürlich war sie das. Da ist er. Oh Mann. Oh Gott, die ist ja... Oh Mann. Hau doch mal einer rein mit dem Ding, Mann. Komm. Schon wieder weg. Ist ein bisschen feige, die Alte.
Wo ist sie? Na komm. Okay, jetzt lässt er uns ein zweites Mal in Folge, ohne dass sie sich einmischt. Ich muss einfach nur gucken, dass ich immer schön alles abscanne. Ich muss hier lang. Ich muss immer noch hier lang. Oh Mann. Oh, das muss wehgetan haben. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hier noch rein. Komm. Komm, 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 wir müssen die Wurzeln wegkriegen. Was ist das? Declan, it's Volkova. She's being controlled by the tree. She is the tree. What the hell? How? The tree, her specimens, the black infection everywhere. She's not even human anymore. Kill me. Please. Kill me. Ja, gern doch. Oh Gott. So. Shane, can you access Ina's files? I just saw Ina the other day. She wasn't like this. Shane, focus. The Cyrano crash, the black oil, the plant life expanding exponentially. This doorway, it's all connected. Where are you? I'm coming. I'm getting out of here. No. You need to access Ina's computer and find out exactly what she was up to. My God, are you kidding me? Shane, think. The Cyrano is gone, and our resupply with it. If the main base goes down, we're all dead. If Volkova's research still poses a threat, we need to know. You want to find out what she was up to? You come and do it yourself. I don't care. Hey, listen, I know you've been through a lot. I'm sorry. We all have. You're right. I bet the seats on the rover are just unbearable. Hey, listen, buddy, I've spent all afternoon picking up whatever pieces I could find on the Cyrano crew. Don't act like you're the only one who's having a tough day. Anytime you want to trade places, you be my guest. Oh, fuck off. Enough, both of you. Dr. Newhart, do you read me? Commander Wilcox. Your primary objective is to assess any further threat to the base. Volkova was clearly hiding things from us. Use her security clearance to obtain whatever information you can find. You are to remain at base and radio your findings to your off-site team. Copy? Yes, copy. We're headed to the cliffside doorway. If there's proof of intelligent life on Mars, I want to know. I want everyone to know. Declan, you're on comms. Got it. Hey, sorry to be a dick. Yeah, me too. All right. I can do this. I mean, if I were to start somewhere, it'd be Volkova's computer. Right. I'll check with her station in the research lab. Maybe she left a note or something. You got this. Ja, so machen die das untereinander aus. Dann gibt's mal hier ein Leck mich am Arsch und dann kriegt man sich wieder ein und dann war's das. Den Stress muss man irgendwie abbauen. Ja, also da war jetzt diese Quicktime-Kacke, sag ich jetzt mal, weil das hat mich jetzt echt ein bisschen genervt. Und wenn man das Gefühl hat, dass man da irgendwie nicht so richtig checkt, was da abgeht, das war jedenfalls bei mir so, man hat immer wieder diese Ausrufezeichen und dann die Punkte und so weiter und so fort, die dann aufflackern. Man muss aber nicht nur den richtigen Zeitpunkt treffen, sondern muss auch die Maus so ein bisschen rumbewegen und intuitiv zu diesen Fenstern, die dann da aufploppen, hinspringen und immer wieder die Maustaste spammen. Das habe ich halt gemacht. Bei dem Bosskampf, wo man ihr die letzte Spritze reinhauen musste, oder nicht die Spritze, sondern wo man ihr dann das Brecheisen in den Rachen, sag ich mal, gerammt hat, da bin ich jetzt ein paar Mal verreckt und ich habe irgendwie nicht ganz gecheckt, was die von mir wollen, aber da muss man halt wirklich mit der Maus gucken, dass man in die Fenster reinlenkt und dann klickt. Also, ja. War jetzt nicht so eindeutig irgendwie für mich. So, in das PC. Sicherheitsstufe 5, alter Schwede.
Ja, sie hatte natürlich auch sehr viel Zeit zum Schreiben, sehe ich gerade. Zentrale, ich habe monatelang an der Effizienz unserer Arbeit hier auf dem Mars gezweifelt. Ich weiß, warum ich für diesen Posten rekrutiert wurde und lasse mich von der offensichtlichen Kontrolle und Überwachung durch Oroki nicht beirren. Das Treibhaus ist hinsichtlich seiner Größe und amateurhaften Ausrüstung beschränkt und ich wurde gebeten, niederen Tätigkeiten nachzugehen, die mich von meiner Arbeit abhalten. Da ein kürzlicher Durchbruch meine Experimente deutlich vorangebracht hat, verlange ich nun allerdings, dass das grenzenlose Potenzial unregulierter Planetenforschung vollständig genutzt wird, wie es mir von Oroki versprochen wurde. Naja, da fängt schon wieder an. Anbei erhalten Sie eine vorläufige Liste der Ergebnisse und einen Ausblick auf die Ziele von Project AGC-1. Kurz gesagt, Wachstum und Kontrolle. Das Z-Pathogen ändert seine Größe basierend auf externen Stimuli. Das Z-Pathogen kann isoliert oder mittels eines Wirtsorganismus darauf trainiert werden, Aufgaben zu wiederholen, seine Aversion gegen Stimuli zu überwinden und mittels positiver Verstärkung einfache Arbeiten zu erledigen. Die möglichen Anwendungsgebiete dieser Entdeckung sind, wie Sie sicher wissen, bahnbrechend. Na, ganz toll. Also das hat sich jetzt ja richtig gelohnt. Ihre jüngsten Erfolge und Beiträge hinsichtlich des Studiums des Schmutzes in Relation zum Pflanzenleben sind für unsere Sache von unschätzbarem Wert. Ich habe die Zentrale angewiesen, ihre Erkenntnisse im Archivzentrum von Argos zu katalogisieren. Ferner habe ich mir, oder Argos, ich mir erlaubt, ihrem Projekt den Codenamen Arbormor zuzuweisen, da dieser mit unserer Mission besser in Einklang steht. Sie erhalten eine Sicherheitsfreigabe für die Argos-Anlage. Ihr Zugangscode lautet 5538. Dadurch sind sie unabhängig von Commander Wilcox, wobei dieser den vollen Umfang ihrer Freigabe nicht kennt. Sie hatten keinen Zugriff auf Notizen oder Kommunikation dieser Freigabestufe, einschließlich dieser E-Mail. Die Weitergabe von Informationen führt zur sofortigen Aufhebung dieser Freigabe. Von dem Maß an Freiheiten, die sie auf dem Mars genießen können, selbst die sichersten Oroki-Einrichtungen nur träumen, nutzen sie diese Freiheit. Ich hoffe, ich bereue... Ach, jetzt habe ich es nicht zu Ende gelesen. Und deswegen die Matroschka, die kommt wahrscheinlich aus Russland, die Volkova. Ja. Ich hoffe, bereue die Entscheidung nicht. Vater. Oha. Vater, ich mag keine versteckten Drohungen und ich mag auch ihre albernen Codenamen und die unwissenschaftliche Bezeichnung Schmutz nicht. Die Oroki Group zeigt oder neigt zu einer übersteigerten Schwülstigkeit, was allein die Selbstwahrnehmung als achtköpfiges Monster beweist. Das ist erniedrigend. Wenn ich Erfolge habe, werde ich ihnen nicht den Horizont bringen. Wenn ich Erfolge habe, dann nur, weil ich den Schmutz entmystifiziert habe. Eine derart unglaubliche Macht sollte nicht mit albernen Namen lächerlich gemacht werden. Der Begriff Nullpunkt-Pathogen ist nicht viel besser. Aus diesem Grund werde ich die Substanzen ab sofort als Z-Path bezeichnen. Sobald ich sie besser verstehe, überlege ich mir einen klinischeren Begriff. Wenn ich Erfolge habe, wird uns die Politik vorschreiben, diese albernen Namen aus unseren Sprachgebrauch zu verbannen. Wenn ich Erfolge habe, werde ich die Politik bestimmen. Wenn ich Erfolge habe, werde ich sie um meine Gunst holen. Okay. Wenn sie Erfolg haben, haben sie all das und mehr. Ach Gott, was war das jetzt nochmal? So. Welche E-Mail war das jetzt? 5538. 5538. Declan, there's an elevator. In the center of the research lab, the server room has an elevator. Oh shit, I've walked by it 100 times. Tja. So, drücken. Und rein da. I'm heading down. Okay, da hätte man vorher gar nicht reingekonnt, weil man braucht die Karte mit der Freigabe 5. Warte mal. Ein bisschen hell. Forschungslabor, Wartungstunnel, Verarbeitung, läuft Argos und Icarus. Ach du liebe Zeit. Wartungstunnel. Eingeschränkter Zugriff. Zugang verweigert. Ja, okay, dann gehen wir zu Argos halt, mein Gott. Ich hätte schon gerne mal gesehen, was Icarus ist. Aber hier geht es um Argos und nicht um Icarus. Deswegen lassen wir mal ein paar Stockwerke aus. Vielleicht sehen wir hier ein paar Monster, die hier rumwuseln.